Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Achso, falsch. Ich sehe ja meinen Bildschirm gerade gar nicht. Ich habe vergessen, meinen Bildschirm umzuschwenken. Ich muss jetzt hier mal schnell nochmal wechseln. Also jetzt nicht wundern, dass das Bild jetzt kurz weg ist. Ich muss meinen Bildschirm erstmal unten noch auf die PS4. So, da haben wir es. Machen. Also den HDMI-Port wählen. Wenn es hier gerade noch ein bisschen laut ist, dann tut mir das leid. Der Staubsaugerroboter, der saugt und wischt gerade das Wohnzimmer. Achso, der ist hinter mir. Steuerung wird uns, denke ich mal, dann auch noch erklärt. Audio, Musik auf 60%, das habe ich nicht mal gemacht und das ist gut so. Sprache. Gesprächsuntertitel und so. Anwenden, neu. Wie ist dein Name, Reisender? Na, wie immer. Oh, denn. Olden. Also ich habe die ersten Bilder gesehen und dachte, das ist ein geiles Spiel, das muss man mal anzocken. Das hat mich, da war das noch nicht so mit den Tieren, wie es jetzt ist. Das, bei den ersten Bildern, die ich gesehen habe, die sahen so wüst aus. Wenn ihr das Spiel, kennen viele nicht, das ist zu alt. Aber so mit der Insel und wo man denn, und so stand das auch, dass man Rätsel lösen muss und so was alles und Aufträge erfüllen muss und so. Und da habe ich gedacht, oh, das ist was für ein Papa. Das können wir, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Muss mal die Kamera noch einstellen. So, ist die Kamera besser. Sind mittig. So, gucken wir mal, ob er auch Deutsch ist oder ob wir lesen müssen. Oh, ich habe noch keine Leinwände. Forgive an old woman, but I forgot your name. What was it again? Would you mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages. Would you mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages. Thank you very much. I've read. Are you the adventuring type? Ah, after my own heart. I've had a lifetime of it, believe it or not. If you're sticking around in Eastshade, maybe I'll tell you all about it sometime. Captain Ilona told me we'll be landing in Lindo shortly. I think we're all antsy to arrive. Ich habe Version gerade 1.2. Ich habe vorhin gerade eben neu geguckt, da war kein Update. Nö, ich habe jetzt gerade noch Fortnite gespielt, aber bevor ich Fortnite gespielt habe, habe ich geguckt. Ich habe mit Mark noch
I've never been to East Runde Sea. Spielt. I've heard wonderful things about it. Did you know that the people there used to cover their mouths with garments? I've heard that since gone out of style. Quite a strange fashion fad, if you ask me. As long as Ishe doesn't rock like this ship, I will love it. It's the quaint little seaside town we'll be landing in. It's one of the many gems of the country, I hear. It's the quaint little seaside town we'll... It's the quaint little seaside... Almost there. That did not sound good. Der fährt jetzt wieder zur Ladestation. Ich werde ihm nämlich jetzt gleich nochmal die Aufgabe geben. Da hat er nochmal den Flur sauber macht. Einmal und einmal Schlafzimmer. Also, das ist mir schon wieder zu viel, ey. Bei so einem Spiel, wo kaum, wo eigentlich keine Action großartig ist, sondern ganz ruhig ist. Und man, und so viele quatschen da ja auch nicht. Ey, da wird doch nicht, wird doch kein Problem sein hier mal. Are you feeling okay? Do you remember what happened? Leute zu finden, die hier Memories machen. You washed up on this beach just a short while after the ship sank. One doesn't last long in water this cold. Den Ton von der Musik ein bisschen lauter als East Ship. I usually don't take visitors, but in this only your reason. Don't forget it. I was about to head on your way, though. Ja, Mausi. Ist ja gut. Schon richtig schön hier. Ja. Bis wir kommen, weil der böse Staubsauger nicht vertrieben hat. Also die Musik ist mir eindeutig zu laut. Ich muss die noch weiter runterschrauben. Die ist auf 60. Ich mach die auf 10. 15. Also die ist mir echt zu laut. Oh, was haben wir hier im Bild? Achso, nee, wir können nicht mehr. Ich dachte, das wäre normal. Tag hier. Na, gucken wir mal. Irgendwie müssen wir ja vorankommen. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich aussehe. Ja, waren die ersten Bilder, die ich gesehen habe vom Spiel. Die Landschaft, Wege und das. Du siehst doch keinen Charakter, du hast halt nur deine eigene Ansicht. Also siehst kein Arm oder irgendwas dergleichen. Und hier, da. Ah, genau, das Bild habe ich gesehen. Und das hat so sah das. Ich glaube, so in etwa sah das aus. So. Und das hat mich so an Myst erinnert und dachte, ey, geil, wenn das so ein Myst-Spiel ist, so wie früher. Wo man. Oh, was haben wir denn hier? Können wir was machen? Kann das mitnehmen. Wo man denn auch. Auch wieder Rätsel lösen kann und so was alles. Das wäre ja geil, habe ich mir so gedacht.
kann hier Sachen mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wofür ich die jetzt mitnehme, aber wenn man sie mitnehmen kann, sollte man es mitmachen. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Und irgendwie läuft der Charakter, den ich habe, hier irgendwie auch total lahmarschig. Ach so, hab ich nie. Oh, it's you. You're on the ship. What happened to you? Oh, thank goodness. We thought you were lost. Oh, what a horrible experience. I'm so glad to see you're safe. What brought you to Eastshade anyway? Very adventurous of you. I came to visit my family. You look like you could use a nice cup of tea. This flavor is a bit strong for some people, but the effects can be lifted with a sip of water from your water skin. Our captain is in a terrible state. I suppose that's to be expected. She won't even leave the dock. Perhaps it would console her to know that we all survived. You should speak with her. Was los? My fan, Idgit. After that wreck, are you wondering about anything else? I'm a bird. Also da unten ist was. Ich gehe aber mal hier hoch. Jetzt hier hoch irgendwie? Ich will sagen, ich möchte hier malen? Nee. Ich habe hier schon ein bisschen durchgelesen, geht irgendwie um malen. Die will irgendwie, der Charakter, den ich habe, der wird irgendwie malen und will irgendwo hinfahren und. Dabei jedes Schiff unter und dann treffen wir Leute. Ich weiß aber nicht, ob man hier auch noch malt. Thanks! My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it. Also die Grafik so an sich ist nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht. Mit dem ganzen Lesen und so, das nervt mich gerade so ein bisschen. So, da kommen wir nicht runter. Gehen wir hier hin. Ah, hier. Hey, are you an artist? Hey, you have an easel. Are you an artist? So am I. Do you want... Look. Ich frag, was it's the ocean. I don't know how to do it right. It took all... But I don't know how to make a canvas. All right. You're a nice... I know where some boards are. Follow me. Did you see when it ran a reef? I've never seen anything like that. A terrible waste of a good ship. And it went down so quickly. It's amazing anyone made it out of that. You certainly won't see me boarding a ship anytime soon. Now we just need the fabric. I don't know where to find that. Let's keep going. Thank you.
We've had quite a few shipwrecks here. Lindau's a nice port town. So we have everything we need now, right? We can make a canvas from this stuff? Watch your step there. So, you'll probably be my brother. Now perfect. My brother lives over in Nava, so I'll meet you there in a few days, eh? I'll probably be near the bakery. You just come find me and I'll point my brother out to you. Steh mir doch nicht im Weg. Mit dem Bär habe ich auch durchgelesen, das habe ich weiter gelesen. Da gilt ja nicht mehr. Irgendwo hatte ich das gelesen. Dass am Anfang so ein Bär kommt und ja, kriegt man dann halt, der will seinen Bruder pranken, sonst kommt mit Deutsch. You paint something? I want to watch a real artist. Painting is amazing! I want to try. Can I have a canvas? We found enough stuff, right? Yes! I'm going to use this for Miss Nika's next painting. She loves art so much. Hey, Miss Nika loves art like us. She always likes my paintings. I bet she'd like yours too. She really likes the eclipse. You should draw her that. I don't know what you're trying to do, but it's time to come down now. Thanks again for the canvas! I can't believe it! I flew! Of course you did. I'm just glad you're back down. Don't do that. When I was a boy, we mainly. In any case, there's all. Lindau is a nice port town. I won't do it again.
again for the... Ich hätte mal von da oben ein Bild malen sollen. Scheiße. How have you been? Habe ich denn noch eins? Nee, habe ich nicht, wa? Fuck. Ich habe null Holz. Ich brauche Holz. Oh, hier ist so ein geiler Punkt, wo ich ein Bild malen hätte können. Oh. Hier. Oh Gott. Oder hier mit Bildern, mit den Säulen kommt bestimmt auch geil rüber, ey. Oh Mann. Oh. Great viewpoint, isn't it? You must be the traveler from the... Oh, oh Gott. Look, the heute die Quatsche, das ist mir eindeutig zu viel. Deutsches Audio hätte, das würde sich schön not a bad show, right? Take care now. Könntest dir das alle vorlesen lassen? Take care now. Aber ich komme auch immer wieder beim Laufen hier aus Versehen auf, drücke ich den L3-Knopf rein und dann ist er natürlich noch langsamer oder eher. So, das Ducken wird bestehen, genau. Seht ihr? Und wenn ich jetzt ducke, zack. Es ist mir zu viel Lese und irgendwie kommt keine Stimmung auf hier. Das ist so schön und gut mit den Bildern malen und so alle drum und dran. Und das ist mal was anderes. Das will ich gar nicht abstreiten. Also da kann man auch nach der Suche gehen, wo kann man am besten ein Bild malen. Aber das ganze Quatsch noch da drumherum und so. Also das ist mir jetzt momentan gerade ein bisschen zu viel. Das ist ein schönes Spiel. Also Grafik ist jetzt... Kein Grafikmonster, seht ihr ja, aber es ist schön gemacht. Oh, hier die Tiere als Charakter. Sie steht jetzt hier eiskalt stark, ja? Ohne sich zu bewegen. Kein, doch, die Augen bewegen sich ein bisschen. Blinzeln macht sie. Aber sonst... An sich so viel... Für abends oder so ein schönes Spiel zum Entspannen, aber jetzt so für mich jetzt mit dem ganzen hier lese und dann, oh, also ich will mich eigentlich, wenn ich denn spiele, würde ich mir gerne, es gibt Spiele, wo ich lese, ja klar, aber wenn ich jetzt sowas spiele, so was Ruhe, da würde ich mich echt schon gerne fallen lassen wollen, also einfach nicht lesen, einfach nur anklicken, die lesen mir vor und dann vielleicht noch mit anderen Stimmen, nicht nur eben dieselbe Stimme, so richtig synchron, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Aber so, für den einen oder anderen ist es bestimmt was. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Für mich wäre es jetzt abends was, wenn ich jetzt wirklich einen ruhigen Abend machen will, ein bisschen lesen und Spiel spielen. Aber wenn ich jetzt einfach nur eintauchen will ins Spiel und einfach nur relaxen will, da wäre das jetzt für mich jetzt nichts. Da würde ich dann eher andere Spiele spielen. So.
Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ist ein schönes Spiel. Ich will es nicht schlecht reden, zu sehr schlecht reden. Aber jetzt in der Situation für mich eher für zwischendurch mal, aber halt jetzt nicht, was ich jetzt Let's Playen würde oder irgendwas dergleichen. So, ich bin dann weg. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Ahoi. Sagt euer Odin.